Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute machen wir weiter in unserer Reihe mit Covered Call Strategien. Und nachdem wir im letzten Video das Covered Call Rating für die Trader untersucht haben, schauen wir uns heute mal an, was muss ein Investor beachten, wenn er Covered Call Rating machen will. Covered Call Rating, das heißt also der Kauf einer Aktie und der gleichzeitige Verkauf eines Calls, das ist das Thema, worüber wir hier schon einige Videos gemacht haben und wo ich auch von euch sehr viele Rückmeldungen bekommen habe. Viele Fragen sind gekommen und wir verlinken euch auch nochmal die ganzen Videos, die wir bislang gemacht haben, hier unten in der Videobeschreibung. Es ist ja so, dass das Risiko, was man beim Covered Call Rating hat, das habe ich hier schon mehrmals erwähnt, liegt ja immer in der Aktie. Das heißt also, du kaufst eine Aktie, schreibst einen Call dazu und plötzlich bricht die Aktie ein. Das ist so das, was man sagt, das ist das übliche Risiko, das bekannte Risiko bei einer Covered Call Strategie. Wie ist es jetzt aber eigentlich, wenn das Risiko die zurückgehende Aktie gar nicht ist? Nämlich für einen Investor. Stellt euch also Folgendes vor, ihr habt ein langfristiges Depot, da habt ihr euch verschiedene Aktien gekauft, ne, so diese Klassiker, die Coca-Colas dieser Welt, und ihr möchtet diese Aktien nicht verkaufen. Jetzt schreibt ihr allerdings einen Call darüber und plötzlich rennt diese Aktie in den Call hinein, der Call geht in the money und diese Aktie wird euch weggecallt, weil wenn ihr ja einen Call Short seid, dann bedeutet das, dass ihr die Pflicht habt zu liefern. Das bedeutet, ihr müsst eure Aktien abgeben, nämlich an denjenigen, der den Call gekauft hat. So, warum will man eigentlich als Investor seine Aktien nicht abgeben? Und da gibt es drei gute Gründe dafür, warum man das nicht tun sollte. Der erste ist ganz offensichtlich, dass man sagt, naja, ich möchte ja an den zukünftigen Wertentwicklungen dieses Unternehmens teilhaben. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Aktie gekauft habe von, was weiß ich, von Apple oder von Qualcomm oder McDonald's oder was auch immer, ne, dann möchte ich ja, wenn diese Firma wächst, wenn diese Firma in den nächsten Jahren Gewinne macht und der Aktienkurs mit großer Wahrscheinlichkeit auch weiter ansteigen wird, dann möchte ich natürlich davon partizipieren. Das heißt, ich will die Aktie behalten. Der zweite Punkt, das ist gerade für diejenigen interessant, die Aktien auch als Cashflow-Quelle sehen, also zur Dividendeneinnahme, das sind, wie gesagt, die Dividenden. Du hast eine Dividende nur dann, wenn du auch die Aktie besitzt. Und auch die Dividendensteigerungen kannst du natürlich auch nur dann verdienen, wenn du die Aktie besitzt. Und der dritte Punkt, warum ich als Langfristinvestor meine Aktie nicht verkaufen möchte, ist einer, der gar nicht so auf den ersten Moment offensichtlich ist, aber der sehr, sehr wichtig ist, nämlich das ist die Vermeidung von Steuern. Weil es ist ja so, immer wenn du eine Aktie verkaufst, musst du den Gewinn versteuern. Das mag banal sein, aber wenn man sich das mal ausrechnet, dass man sagt, ich habe so und so viel Geld gemacht an der Börse über einen Wertzuwachs und jetzt nehme ich diesen Wertzuwachs mit, muss ihn mit 25% plus Soli versteuern, dann geht mir über ein Viertel meines Geldes verloren. Das heißt, der Zinseszinseffekt, den ich erziele, wird viel geringer, als wenn ich eben dieses Geld behalten könnte. Und wenn ihr euch mal hier diesen Chart anschaut, das ist ein längerfristiger Chart von McDonald's, da seht ihr ganz klar, dass es absolut Sinn macht, trotz aller zwischenzeitlichen Rückgänge mal, die Aktie ist da mal 20% gefallen und da mal 30%, macht es absolut Sinn, solche Aktien natürlich langfristig zu halten. Und das möchte ich auch mit meinem Depot machen. Warum jetzt aber trotzdem Covered Call Rating? Es ist ja so, dass die meisten Aktien laufen ja wie der Gesamtmarkt. Das heißt zumindest von der Tendenz. Also es ist natürlich schon so, dass jeder versucht, gute Aktien zu finden, die besser sind als der Gesamtmarkt. Wenn man aber ganz ehrlich ist, ist es doch so, die Masse der Aktien, die läuft wie der Gesamtmarkt. Das heißt, geht es nach oben, dann geht auch die einzelne Aktie nach oben, geht es nach unten, dann fällt auch das Gros der Aktien. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, aber mehrheitlich, es gibt ja diesen Spruch, die Flut hebt alle Boote und das gilt dann auch für die guten Werte, die man hat. Also die steigen natürlich auch besonders in den Jahren gut, wo der Gesamtmarkt steigt. Und ihr seht das auch hier einfach mal in diesem Chart, die Korrelation zwischen dem S&P 500 auf der oberen Seite des oder auf dem oberen Teil des Charts und auf der unteren Seite die McDonald's. Da seht ihr, dass das alles relativ gleich ist. Es gibt mal so Phasen, wo der Markt fällt und die Aktie trotzdem ein neues Hoch machen kann. Das ist aber sehr, sehr selten. Also meistens ist es schon so, dass in einer Phase eines fallenden Gesamtmarktes die Aktie dann doch eher seitwärts geht oder eben auch mit nach unten fällt.
Und daher nutze ich die Strategie des Covered Call Writings als Investor auch nur dann, wenn der Gesamtmarkt fällt. Weil dann habe ich einfach die Chance, dass mir meine Aktien eben nicht weggecallt werden. Das heißt, wenn ich meine Morgenroutine mache, wenn ich also jetzt hergehe und sage, okay, ich sehe, dass der Markt so langsam anfängt zu kippen. Und ihr wisst ja, dass wenn man auf richtige Dinge an der Börse achtet, ne, ich sage ja nur mal Distributionstage, Advanced Decline Line, Put-Call-Ratios und so weiter und so fort, da kann man ja schon relativ gut erkennen, wann der Markt in Schwierigkeiten gerät. Wir erkennen nie den allerhöchsten Punkt, wir erkennen aber, wenn es tendenziell nach unten weggeht. Und das ist dann auch eine ganz gute Zeit, um zu sagen, so, jetzt fange ich auch mal an, auf meine Bestände Covered Calls zu schreiben. Warum? Weil hier kann ich natürlich ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. Das ist jetzt kein Vermögen, was man damit macht, aber es ist zumindest etwas zusätzliches Geld. Meistens ist es ja so, dass man in einem Langfristdepot versucht, dann in die rückgehenden Preise unten zu kaufen. Und wenn man da auf der Oberseite noch ein paar Dollar extra verdient, dann wird sich da niemand dagegen sträuben. Das mag in einem kleinen Depot auch von den Summen noch nicht so viel sein. Wenn das Depot größer wird, dann reden wir aber doch schnell über ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar, die man da extra erzielen kann. Was muss man jetzt allerdings beachten, wenn man in so einer Situation Covered Calls verkauft? Nummer 1. Man sollte natürlich nicht Optionen mit einer ewig langen Laufzeit verkaufen, weil wir wissen ja eins, dass die Aktienmärkte, wenn sie einmal fallen, relativ schnell und heftig fallen und dann aber auch sehr schnell wieder nach oben gehen. Das heißt, so eine Situation wie vielleicht in der Finanzkrise 2008, 2009, wo sich das fast anderthalb Jahre hingezogen hat, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Meistens ist es so 2, 3, 4 Monate, da fällt das Ganze und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und wenn ihr da jetzt eine Option verkauft habt, die zum Beispiel ein Jahr lang Restlaufzeit habt, dann habt ihr das Problem, dass diese Aktien ja unter Umständen, also gerade die guten Aktien, unter Umständen schnell wieder nach oben schießen. Na, ihr könnt das auch hier sehr schön sehen in diesem letzten Chart, den ich euch hier einblende. Da seht ihr auch nochmal, als die Abwärtsbewegung im S&P vorbei war und McDonald's die ganze Zeit nur seitwärts lief, dann zündete quasi der Turbo und dann ging es nach oben sehr, sehr schnell. Und wenn ihr da eben einen Call verkauft habt mit einer sehr langen Restlaufzeit, dann habt ihr genau wieder das Problem, euch wird die Aktie weggecallt. Und der zweite Punkt, den ihr beachten solltet, wenn ihr Covered Calls als Investoren verkauft, ihr solltet nicht zu gierig sein. Das heißt, ihr solltet nicht unbedingt direkt am Geld verkaufen. Also machen wir ein Beispiel, die Aktie steht irgendwie bei 90 Dollar und ihr sagt, jetzt verkaufe ich einen 90er Call. Das bringt euch natürlich das meiste Geld, also die höchste Prämie, aber wenn die Aktie nur ein bisschen stabil bleibt, oder wenn die Aktie vielleicht sogar mal entgegen dem Gesamtmarkt 1, 2, 3% steigt, dann seid ihr schnell im Geld und müsst wieder anfangen mit Rollen, müsst wieder zusätzliche Arbeit euch machen und deswegen geht ruhig ein bisschen weg. Also wenn ihr auf ein Delta von vielleicht 30 geht, ja, dann habt ihr trotzdem nur eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Option bzw. die Aktie den Strike am Ende trifft und dann könnt ihr da schon ein bisschen flexibler agieren, ihr könnt auch vielleicht einmal rollen, das ist dann nicht ganz so gefährlich, als wenn ihr sagt, ihr setzt direkt dran. Also nicht zu gierig sein, nicht zu lange Laufzeiten wählen, sondern kurze Laufzeiten, 30 Tage, 35 Tage, 40 Tage, so in der Dreh herum. Wenn ihr Aktien findet, die sehr schöne Weeklies haben, dann könnt ihr das auch mit Weeklies probieren, gibt natürlich meistens nicht so wahnsinnig viel Geld, gerade auf der Call-Seite, die sind ja in der Regel nicht so teuer. Und wenn ihr das beachtet, dann könnt ihr als Investoren mit Covered Calls gute zusätzliche Erträge erzielen und ihr macht nicht den Fehler, den viele Investoren machen, dass sie sagen, ich veroptioniere meine Portfolios und immer in einem Run bekommen sie ihre Aktien weggenommen, müssen Steuern zahlen und wenn es dann nach unten geht, haben sie nichts mehr, was sie veroptionieren können, wobei das dann die einfachere Zeit wäre, um zusätzliches Geld zu verdienen. So. Was kommt als nächstes? Jetzt seid ihr gefragt, nämlich was habt ihr für Fragen zum Thema Covered Call? Wie gesagt, wir haben einiges schon hier besprochen. Was gibt es noch für Dinge, die euch interessieren? Schreibt mir das bitte hier unten in die Kommentare und dann werde ich in den nächsten Videos darauf eingehen. Schreibt mir auch mal eure Erfahrungen. Macht ihr Covered Call? Wenn ja, wie? Und dann werden wir das alles hier besprechen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg an der Börse. Passt auf euer Geld auf. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.